Wir kommen jetzt zum Feature 5, vertikales und horizontales Klangverständnis. Eine vertikale und eine horizontale kennen wir in der Beschreibung unserer Wirklichkeit. Schwerkraft ist eine Wirkung in der vertikalen und die Horizontlinie zeigt uns diese Richtung. Vielleicht wundert man sich, dass man auch Klangphänomene so beschreiben kann. Aber es wird sehr, sehr schnell deutlich, dass eine Harmonie, also ein Zusammenklang, etwas ist, was einen tiefsten Ton mit einem höchsten Ton verbindet. Dazwischen können weitere Töne liegen. Seit Rameau nennen wir das Akkord. Zu Bachs Zeit hat dieser Begriff noch nicht existiert, sondern man sprach einfach von Zusammenklang oder Harmonie. Griechisch harmonizein heißt zusammenfügen. Also das, was sich in der Vertikale zusammenfügt, ist ein Zusammenklang, den man später Akkord nennt. Gebräuchliche Zusammenklänge sind zum Beispiel der Dreiklang. Jetzt wundert sich ein Nichtfachmann, und doch ist es für alle erstaunlich, denke ich, gleichermaßen erstaunlich, dass der Dreiklang sich in der Teiltonreihe konstituiert, nämlich als eine Verbindung von Grundton, Terz und Quint. Das ist der vierte, fünfte und sechste Teilton. Bis sich dann irgendwann auch der Moll-Dreiklang konstituiert, bedarf es des 10., 12. und 15. Teiltons, also deutlich weiter weg vom Grundton. Dreiklänge sind also vertikale Phänomene. Eine Linie dagegen ist ein horizontales Phänomen. Dieses horizontale Phänomen hätte für Johann Sebastian Bach keinen Zusammenklang bedeuten können, ein Dreiklang freilich schon. Deshalb tut sich hier musiktheoretisch ein klarer Gegensatz auf zwischen der vertikalen, geboren aus dem Dreiklang, und der horizontalen, geboren aus der linearen Entwicklung. Linearität und Dreiklang sind also quasi ein Gegensatz. Insofern macht es Sinn, musikalische Strukturen in den Kategorien von vertikale und horizontale zu analysieren und zu reflektieren. Jetzt kann man dieses Verständnis aber auch als eine Kategorie betrachten, um Registergruppen in der Orgel, also Klangfarbenphänomene, zu unterscheiden. Nämlich das Klangfarbenphänomen von Grundton, Teiltönen als akkordische Struktur. Und der Registersummation als eine Reihung im Sinne der horizontalen Disposition, weil ich ja immer im Horizont der Achtfußlage mich bewege. Und dennoch Spektren von dunkler und heller und Farbe und
bis hin zur Kraft summiere und das eigentlich ein horizontales Klangverständnis ist. Also ich bewege mich in einer Fußtonlage und addiere Klangfarben. Ich bewege mich innerhalb der Teiltonreihe und reduziere Teiltöne oder baue sie auf in der Vertikalen. Dieses Denken, dass ich in der gleichen Fußtonlage mich bewege und unterschiedliche Klangfarben erzeuge, das führt zum Begriff der unterscheidlichen, nämlich der unterscheidlichen Register oder der unterschiedlichen Register. Das war eine Erfindung, wenn man so will. Zuvor kennt der Orgelbau Prinzipale. Die kennt er im Mittelalter und im Spätmittelalter. Dann kommt die Flöte hinzu, also ein statt Metallröhre Holz, und zwar rechteckig, mit Deckel gedackt oder offen, dann offene Flöte. Also die Unterscheidung Metall und Holz, das ist die erste Unterscheidung, die weitere Klangfarben in den Orgelbau bringt. Dann natürlich die Unterscheidung der Teiltöne, also der Obertöne, Quinten. Manche Orgeln haben keine Terzen und erst im 19. Jahrhundert wird allmählich die Septime Teil einer Mixtur. Das heißt, die Teiltonreihe macht sich oft nur über die Quint bemerkbar, manchmal auch über die Terz. Metallpfeifen, Holzpfeifen. Jetzt unterscheiden die sich aber auch in weiter Mensur. Eine Flöte hat weite Mensur, ein Prinzipal eher engere Mensur. Je weiter ich die Mensur verenge, komme ich zu den Streicherregistern, also zu einer Viola di Gamba oder einem Salizonal. Und derartige Farben wurden erst seit dem Ende des 17. Jahrhunderts überhaupt erfunden und kommen allmählich, vor allem in Süddeutschland, in die Orgel. Jetzt gibt es aber auch noch weitere Bauarten, wie zum Beispiel das Gemshorn. Das eine konische Bauform hat, also spitz zuläuft. Und dann kam man noch auf die Idee, ich könnte einen Prinzipal bauen, aber diesem Prinzipal einen Deckel geben, also eine Metallröhre mit Deckel. Und dieser Deckel verstärkt den dritten Teilton und so kommen wir zur Quintadena. Und diese ganz unterschiedlichen Klangfarben oder diese ganz unterschiedlichen Bauweisen, das führt zum Begriff der unterscheidlichen. Wenn ich sie addiere, was ein neuer gedanklicher Schritt ist im Laufe des 18. Jahrhunderts, wenn ich sie addiere, dann addiere ich im Sinne der horizontalen Addition, im Unterschied zur Teiltonreihe und ihrer vertikalen Struktur. Und jetzt ist das Entscheidende, dass diese neue Entwicklung unterschiedliche Pfeifenformen, nämlich ganz systematisch entwickelte Pfeifenformen zu kreieren und die miteinander in Verbindung zu setzen und zu mischen, das ist eigentlich eine gedankliche Revolution. In früheren Zeiten hat dieses Mischen nicht so stattgefunden, weil man vermutet hat, es macht den Klang irgendwie
schmutzig oder empfunden hat, es macht den Klang schmutzig. Später findet man Gefallen daran. Also die Systematisierung von Bauweise ist der eine neue Gedanke auf handwerklicher Ebene. Metallröhre offen, Metallröhre gedeckt, Holzröhre offen oder gedeckt und die konische Bauform. Dieses moderne Denken des 18. Jahrhunderts ermöglicht Schattierung. Also, ich kann diese Gedaktfarbe mit einem anderen Register einfärben. Und kann selbst entscheiden, ob ich das für ein Stück verwenden will oder nicht. Und jetzt sind die unterschiedlichsten Kombinationen denkbar, bis dorthin, dass ich alle Bauarten gleichzeitig nehme, angefangen von der Gambe über das Gemshorn und die Quintadena zum Füllregister gedackt. Jetzt stellt sich was ein. Wenn ich vorsichtig anschlage, bekommen manche genug Wind, andere nicht. Jetzt kann ich plötzlich ganz andere Dynamiken erzeugen, als wenn ich das nur mit einer Registerreihe tue. Die bleibt sich einigermaßen gleich, aber diese Summation ermöglicht unterschiedliches Einschwingen. Das wäre jetzt das nächste Phänomen, das für uns wichtig wird. Ein Register wie das Gedakt schwingt sich nicht langsam ein, sondern ist prompt da. Bob. Der extreme Gegensatz ist die Gambe. Ich nehme die tiefste Pfeife. Diesen Weg legt die Pfeife je nach Zustrom von Wind zurück. Das heißt, das ist das langsamste Register. Irgendwo dazwischen ist das Gemshorn. Oder der Prinzipal. Jetzt sind bei diesen 6-8-Fuß-Registern unterschiedliche Einschwingvorgänge gleichzeitig. Das heißt, jeder Klang hat eigentlich, wenn man es durchdenkt, ein Crescendo. Je mehr Töne ich drücke, summiert sich dieser Effekt und es ist eigentlich genau dasselbe, wie im Barock die Messa di Voce. Also die Idee, dass der Ton anschwellen soll. Ein Sänger kann das tun und schon im Frühbarock, zur Zeit von Frescobaldi, haben wir solche Phänomene. Dieser Trillo
den man Rebatuta nennt. Der soll sich beschleunigen und er soll das Crescendieren der Singstimme imitieren, nachahmen. Und so ist also wiederum ein vokales Verständnis ein nächster Schritt in der Klanganalyse. Es geht darum, dass man im Barock ganz klar dynamisch gedacht hat und dass man jetzt offenbar im 18. Jahrhundert begonnen hat, ein Mehr an Dynamik von der Orgel zu wollen. Es geht bis dorthin, dass wir in Spanien oder in England oder zum Beispiel auch an der Wiegleb-Orgel in Ansbach von 1739 bereits Schwellvorrichtungen vorfinden, um den Klang dynamisch in den Vordergrund zu schieben oder in den Hintergrund treten zu lassen. Und selbstverständlich wird dadurch der Klang lauter oder leiser. Jetzt also kann ich mit der Orgel ein Orchester imitieren, wiewohl ich im 18. Jahrhundert zur Zeit von Bach bin. Ich möchte folgendes Beispiel kurz anspielen. Ein Concerto von Johann Ernst, Prinz von Sachsen-Weimar, das deutlich zeigt, wie dieser Effekt nun tatsächlich funktioniert. Und jetzt wirkt sich also der Reichtum des unterschiedlichen Einschwingens in dieser Registersummation aus. Und das würde ich jetzt als das horizontale Klangverständnis beschreiben. Und es ist natürlich jederzeit einsehbar, wie ich das jetzt nicht nur in 8-Fuß-Lage machen kann, sondern auch in 16-Fuß-Lage, in 4-Fuß-Lage. Und so in Richtung Romantik weiterarbeiten kann. Ab jetzt wird die Möglichkeit geboren, Register zu summieren und zu reduzieren und somit in Richtung des späteren Crescendo zu kommen, in Richtung des späteren Orchester-Crescendo. Meine Vermutung ist, dass die Orgel hier den Anstoß gab, und nicht etwa, wie man oft behauptet hat, die Orgel des 19. Jahrhunderts ein Versuch war, das moderne Orchester zu imitieren. Ich glaube, dass die Orgel voranging in dieser Möglichkeit, Klangfarben in Beziehung zu setzen, zu summieren in Richtung horizontalem Klangverständnis, um jetzt immer mehr auch zum Crescendo-Gedanken zu kommen und ihn weiterzuentwickeln.